Ich bin ans Symposium gekommen, weil ZHAW als Wissenschaftspartner da dabei ist und wir können in der Gestaltung des Programms mitwirken. Und durch das haben wir natürlich auch geschaut, dass Themen, die wir relevant finden, auch in diesem Programm aufgenommen werden. Und weil wir der Meinung sind, dass ZHAW als Fachhochschule, die angewandte Forschung betreibt, Bildung, Dienstleistungen anbietet und Weiterbildung, dass wir da ein Teil sein wollen, eben von diesem smarten Change-Maker-Prozess. Und konkret ist unser Beitrag jetzt da, nebst dem Grußwort von Herrn Bifto, auch zum zeigen, dass Winterthur eben als Bildungsstadt da sich möchte positionieren und den Beitrag leisten, führen wir am Nachmittag noch zwei Innovationsforen durchführen. Eins zu smarten lokalen Energiesystemen. Da sind wir der Meinung, eben, dass die heutigen Energie- und Mobilitätssysteme eine Transformation durchgehen müssen, in Richtung smarter werden, intelligenter werden. Und das wollen wir mit unseren Experten und Expertinnen, die hier in den Foren teilnehmen, dann ausloten, was das genau heisst, und diskutieren, um dann auch so weiterkommen können. Und das zweite Forum, das wir noch durchführen werden, ist Innovationsperlen der ZHAW. Dort wollen wir eben zeigen, was die ZHAW eigentlich da für den Beitrag leistet. Also mit Innovationsperlen meinen wir einerseits interessante Forschungsprojekte, wie zum Beispiel das Bicar-Mobilitätskonzept, wo es nicht nur um das Fahrzeug an und für sich geht, sondern es ist ein ganzes Konzept. Es geht auch um Sharing-Ideen und der Austausch von der heutigen Mobilität mit mehr Elektromobilität. Und dann werden wir aber auch drei Bachelor-Absolventen zu Wort kommen lassen, die einen Preis bekommen haben, Klimaschutzpreis. Also einer von denen hat einen Preis bekommen, die anderen sind nominiert worden für den Klimaschutzpreis. Und das sind eigentlich die drei bestplatzierten Arbeiten, die jetzt da vorgestellt werden. In unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben auch im Mobilitätsbereich und dann aber auch im Energiebereich, wo es dann mehr um Suffizienz geht und um das Energieverbrauchsverhalten. Für mich persönlich bedeutet es, das, was ich vorher angesprochen habe, über die Transformation, die gesellschaftliche Transformation von heutigen Systemen. Und für unser Institut, das Institut für nachhaltige Entwicklung von der ZHAW, der School of Engineering sind wir ja daheim, ist es wichtig, dass wir auch mit verfügbaren Technologien und Innovationen eben einen Beitrag zu dieser Transformation können leisten können. Und wir fokussieren uns jetzt mal auf die Energie- und Mobilitätswende, weil wir der Meinung sind, dort ist wirklich auch viel Potenzial. Es ist uns aber klar, dass das klingt nicht nur mit technischen Lösungsansätzen, sondern es braucht auch soziale Innovation. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen zu machen in der Forschung und auch mit Dienstleistungsprojekten, dass wir interdisziplinär da versuchen, die Transformation zu unterstützen.